riesigen Sympathiewelle, die den Bayern da entgegenschwappt? Ja, natürlich, man wird überall drauf angesprochen, bekommt überall Glückwünsche mit auf den Weg und ja, wir wollen natürlich auch alles dafür tun, dass wir am Sonntag dann gemeinsam mit den Fans dann Anlass haben, richtig zu feiern. Sie haben schon in vielen Finals gestanden. Wie schläft man ein paar Tage davor? Also jetzt schläft man noch ganz normal. Ich denke, dass das mit der Anspannung richtig jetzt in Madrid losgeht, wenn man vor Ort ist, wenn man im Stadion auch trainiert hat, dann geht es richtig los, wo es dann anfängt zu kribbeln. Luca Toni hat gesagt, dass er Inter die Daumen drückt. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Das ist jetzt gerade erst angekommen, weil ich das nicht mitbekommen habe. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, wem er da die Daumen drückt. Er ist Italiener und hat wahrscheinlich Freunde dort in der Mannschaft. Ich glaube, wir haben in Deutschland genügend Leute, die uns die Daumen drücken, sodass wir dann auch am Ende dann erfolgreich sein werden.